Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Green Juice EP von Masimoto. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Green Juice von Masimoto, das Ganze ja ursprünglich als Juice Exclusive EP erschienen im Jahr 2017 und jetzt dann doch auch generell veröffentlicht, also nicht nur Juice-exklusiv, sondern auch normal erhältlich. Wir werden das Ganze mal hier aus der Folie holen. Relativ viele Tracks für eine EP, und zwar 9 Tracks hat das Ganze. Und wir werden gleich mal schauen, was das für Tracks sind, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Aber vorab müssen wir natürlich die Folie abmachen. So, also so sieht das Ganze aus, Green Juice, und dann haben wir hier die Maske inklusive grünem Tuch und Rauch, die Maske von Masimoto. Hier auf der Seite lesen wir, sehr schlecht zu lesen, Masimoto Green Juice, sehr schwach hier aufgedruckt, und darunter dann noch eine Nummer. Und auf der Rückseite haben wir dann das Logo von Masi und natürlich die Tracklist, und diese auch relativ schwierig zu lesen, denn diese hier so kreisrund aufgedruckt. Also hier sieht man es, Ich bin dein Vater, Track Nummer 1, dann geht das hier so weiter. Und wir haben Features von, wo haben wir es? Hier, einmal Feature von Harris und ein Feature von Chefcat. Und ich glaube, ja, das war's. Also ein Feature von Harris und eines von Chefcat. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Jetzt ist das Ganze leer. Also, was mich schon gleich mal freut, ist, dass wir hier so eine wirklich solide Hülle haben. Aus Papier, Masimoto Logo hier unten noch, und nicht einfach nur so ein dünnes weißes Papier, sondern wirklich ein bisschen gestärkteres Papier, schwarz und schön gestaltet. Und die Vinyl sieht dann so aus, Green Juice, und die Vinyl passend auch komplett in grün, in so einem grellen Türkisgrün. Auch wenn grün ist nicht ganz so meine bevorzugte Farbe ist, aber ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung zu diesen Standard-Vinyls in schwarz und zu Masimoto auf jeden Fall passend. Also echt heftige Farbe. Wir haben zwei Seiten, A-Seite und B-Seite. Leider ist hier jetzt nicht angeführt, wie viele Tracks auf A bzw. auf B sind, aber das finden wir dann noch raus, wenn wir das Ganze einlegen. Jetzt schauen wir noch mal kurz, ob sich da drin noch etwas befindet. Aber nein, auch das hier ist leer. Okay, also kein Album oder EP, Downloadcode etc. Aber so wie hier hinten die Tracklist angeordnet ist, würde ich jetzt das mal so verstehen, dass hier 4 Tracks auf der A-Seite sind. Dann ist hier extra so ein Cut gemacht worden. Und das heißt, die restlichen 5 Tracks sind dann hier auf der B-Seite. Würde ich jetzt mal so verstehen. Gut. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal hier diese wunderbare Vinyl mit der A- und der B-Seite in diesem Grün, in diesem Türkisgrün. Diese kommt in dieser schwarzen Hülle mit türkisem Aufdruck. Und das Ganze natürlich dann in diesem Cover. So. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser EP bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Masimoto unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.